Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri. Und ich bin Fred. Und wir beide testen heute Demise of Nations Rome von Noble Master Games. Es ist nämlich heute gerade released worden in der Open-Alpha-Phase. Im Moment gerade für Windows, Steam erhältlich. Aber Android-Version kommt auch auf jeden Fall. iOS übrigens auch. Und dass Noble Master Games gute Android-Games machen können, das haben sie schon bewiesen. Ich habe nämlich von denen mal Age of Conquest gespielt, was ich sehr geil fand. Auch ein Strategiespiel. Und jetzt testen wir das nächste, Demise of Nations. Ja, wir sind gerade im Tutorial, ne? Ja, und hier oben links wird ja mir mal angezeigt, was man machen muss. Ja. Und ich glaube, ich muss jetzt hier drauf drücken, ne? Drück den Spielknopf unten, um den Ablauf nochmals zu sehen. Autoplay. Ja, dann machen wir. Ah, da kriegen wir hier gleich die Geschichte, in der wir uns befinden. Wir sind ja hier bei Demise of Nations Rome im Zeitalter der Punischen Kriege. Ja, wir haben übrigens das Spiel auch auf Deutsch umgestellt, ne? Das kann man. Ja. Aber die Geschichte... Die ist jetzt auf Englisch. Die ist jetzt auf Englisch. Ja. Ne? Gut, dass ihr mich habt. Ich kann das jetzt einfach on the fly übersetzen. Oder ich sag euch einfach mal, wo wir uns gerade befinden. Und zwar in den... oder vor den Punischen Kriegen hier viel mehr. Und das sind ja quasi die Kriege zwischen Karthago und Rom. Und wir spielen das römische Imperium, was in dieser frühen Zeit noch gar nicht so groß ist, aber wir werden das auf jeden Fall hier zu Ruhm und Ehre verhelfen. So, da oben links seht ihr im Tutorial-Text, was jetzt als nächstes passiert. Wir sollen ein feindliches Gebiet auswählen, das sich also außerhalb unserer Grenzen befindet. Das hier dann sein irgendwo. Wahrscheinlich, ne? Genau, da haben wir ein feindliches Gebiet. Und auf den Schwertknopf, um den Krieg zu erklären. Wo ist denn der Schwertknopf? Such den mal. Hier? Ist das das Schwert? Nee, das ist nicht das Schwert. Nee, das ist das Land anzeigen. Vielleicht müssen wir auch in eine feindliche Stadt gehen. Vielleicht bin ich auch falsch. Schwerkämpfer. Guck mal da. Da! Da! Da ist aber, warst du gerade richtig. Ah, hier. Hör auf. Jawohl. Wir greifen den Wald an. Genau, wir wollen die Herrschaft über den Wald. Für Picentes. Man muss ja wissen, früher, das römische Imperium ist ja nicht einfach so aus dem Nichts entstanden. Das musste natürlich auch erstmal wachsen und da mussten natürlich auch viele Völker und Ländereien vereinigt werden. Und wir machen das jetzt mit Krieg. Kriegserklärung. Ja, los. Genau, dann sind wir da. Krieg ist erklärt. Und jetzt müssen wir den Check-Knopf, also hier wahrscheinlich, dann draufdrücken, ne? Genau. Du kannst, Einheiten bewegen noch vorher. Steht, glaube ich, auch noch. Bewege deine Truppen Richtung Feind. Was haben wir denn? Hier ist zum Beispiel, glaube ich, so ein Bogenschütze nördlich von Antium. Vielleicht können wir den ja bewegen. Genau. Versuch mal mit Rechtsklick hier den... Hier müssen wir den hinschicken. Ja, ich weiß nicht, wie viele Bewegungspunkte der hat. Gehen wir einfach mal dahin. Jawohl, da haben wir es schon gemacht. Sehr, sehr schön. Wir haben auch zwei Schiffe, die hier vom Hafen von Neapel anlegen. Und schau mal, wir haben auch gleich ein neues Land erkundet, ne? Hier. Oh ja, da geht's weiter. Die müssen wir alle noch einnehmen da. Wahrscheinlich, ja genau. Und jetzt aber Checkknopf, genau. Ne? Jetzt kommt der Checkkopf. Genau, wir haben alle Einheiten bewegt, alle Mitteilungen gelesen, alle Anfragen beantwortet, wir haben alles gemacht. Und wie das so ist bei einem rundenbasierten Strategiespiel, dann wird die Runde beendet und die Gegner sind am Zug. So, jetzt geht's also los. Genau, und hier wird dann nochmal erklärt, das ist ein We-Go-Modus. We-Go-Modus, genau. Das ist natürlich ganz cool, denn erst wenn man die Züge erfasst hat und Eingabe beendet hat, kann man sehen, wie die Aktionen sich wirklich auswirken. Aha. Du kannst den Spiel am unteren Bildrand drücken, um alle Ereignisse zu sehen. Dann mach mal. Das nächste Ereignis anzeigen. Ja, Krieg. Das haben wir gemacht. Genau. Wir haben die Kriegserklärung abgeschickt. Wir lassen es quasi Revue passieren. Wir haben unseren Bogenschützen vorgerückt. Und nochmal, ne? Oh, und da geht's weiter. Da wurden wir jetzt gerade angegriffen von Truppen aus Salernum. Was fällt denen denn ein? Echt, weiß auch nicht, ne? Wir sehen jetzt gerade auch die Lebenspunkte, die abgezogen wurden. Das ging jetzt so ein bisschen Patt aus, ne? 8-8 haben wir jetzt beide, Lebensenergie. Genau, dann lassen wir das nächste Ereignis anzeigen, was kommt. Ah, und da haben wir jetzt hier unseren Wirtschaftsreport. Einkommen und was sagst du zu unserer Finanzlage? Sieht doch gut aus, wir haben zweimal Plus gemacht. Ja. Gold 36, Essen 19. Sind sehr, sehr gut dabei, oder? Und der Rest, da haben wir auch nichts verloren, dann können wir hier noch Wachstum. Sehr, sehr gut. Ja, da sind wir auch gewachsen. Auch. Ja. Also ihr seht, bei Demise of Nations geht es natürlich nicht nur ums Kriegsspielen, sondern man muss auch natürlich die Finanzen im Griff haben, Forschung, Handel, Diplomatie, das ist alles hier drin, wie eigentlich bei jedem guten Strategiespiel. Ne? Man sieht auch gleich die Nähe zu Civilization, muss ich sagen. Das hast du leider nicht gespielt, ne? Nee, leider Civ? Nicht. Ja, also ich habe ja von Civ 1 bis zum jüngsten eigentlich alles durchgezockt und es erinnert mich natürlich so ein bisschen daran. Aber du hast gesagt, es erinnert dich ein bisschen an Catan.
Ja, die von Sieger von Katan. Von Feldern her. Das Brettspiel. Ja, ja, genau, von den Hexagonfeldern. Ja, genau. Und da muss man ja auch dann immer so Acker bauen und sowas. Ja, also das werden wir bestimmt auch nochmal schauen, wie wir hier an mehr Ressourcen kommen. Jetzt schau mal, was hier mit Runde 2 ist im Tutorial. So, weiter so. Vergiss nicht auf die Zufriedenheit der Bevölkerung zu schauen. Ja. Stand hier gerade. Oh, wir haben auch eine Nachricht. Schau mal. Dann gucken wir den mal an. Ich glaube, es ist in unserem Interesse, eine Allianz zu bilden. Bist du einverstanden? Ja, oder? Das klingt gut, oder? Hier sieht man auch gleich, welchen Effekt das hat. Mehr Zufriedenheit fürs Volk. Genau. Da sind wir immer dabei. Und wir können natürlich nicht die ganze Welt bekriegen. Ne? Also ein paar Allianzen zu schmieden, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, ja, hier oben, was hatten wir hier eigentlich? Das ist, glaube ich, unser Essen, Holz. Statusleiste, so, ne? Eisen und Stein. Und hier haben wir unser Gold. Wir haben 236 Gold. Und die Zufriedenheit müsste jetzt wahrscheinlich gestiegen sein. Ne? Da oben rechts sieht man noch die Zufriedenheit. Genau, ja. Da hatten wir davor, glaube ich, 70, wenn ich mich recht erinnere. Sehr schön. Also durch die Allianz und unsere hervorragende Politik, die wir hier schon in der ersten Runde fahren, geht schon besser. Sehr schön. Okay. Was wollen wir jetzt machen? Willst du vielleicht mal mit dem Bogenschützen, den wir da oben haben, den angreifen, diesen Speerkämpfer, der hier, nördlich ist? Ja, ja. Wir dem auch mal einen Rechtsklick auf den Speerkämpfer darüber. Auswählen und dann musst du Linksklick machen? Ich weiß es nicht. Nein. Will der nicht? Der ist doch schon ausgewählt. Guck mal, das ist doch hinterlegt. Da müssen wir hier, glaube ich, auch... Mach mal. Gucken, was passiert. Vielleicht ist ein Bogenschütze auch eher eine defensive Einheit und wir müssen erstmal schauen, dass der uns angreift. Gucken wir mal. Ach! Weiße Fahne heißt doch eigentlich Aufgabe, oder? Ja. Geben die schon der auf, Krieg, oder was? Sind wir da mit einem Bogenschützen? Hier unten steht, der Krieg zwischen Feind Picentes und du ist beendet. Ah, da ist also das Reich von Picentes. Genau, wir haben 2% an Zufriedenheit gewonnen. Wow. Das heißt, unseren Bogenschützen... Oh, da unten müssen wir hin. Da ziehen wir den gleich hin. Also jetzt müssen wir natürlich auch mal schauen, welches Reich ist. Das sind wahrscheinlich mehrere Reiche. Das Reich dort oben, mit dem haben wir jetzt Frieden geschlossen. Das heißt, unser Bogenschütze kann abziehen und kann unsere Truppen bei Neapel helfen, weil die sind ziemlich stark unter Bedrängnis. Wir sehen gerade, die Stadt Neapel wird angegriffen. Unser Reiter, unsere Kavallerie ist schon sehr stark dort in Mitleidenschaft gezogen worden. Oh, der ist schon fast tot. Der hat noch eine Lebensenergie. Okay. Also wir müssen Neapel retten. Aber sonst, es sieht trotzdem gut aus für uns. Wirtschaft und so, das läuft noch. Jetzt müssen wir uns ein bisschen um den Krieg kümmern hier. Ich würde mal sagen, die Kavallerie zieht die erstmal zurück, rein in unser Land, Richtung Antium vielleicht, damit wir... Nee, wir sind aber, glaube ich, noch nicht fertig, ne? Ja. Auftragseingang? Jetzt. Okay, sehr gut. Also genau, zieh die mal heim ins Reich quasi hier irgendwo, wo sie in Sicherheit ist. Genau. Und die Bogenschützen würde ich irgendwie in die Richtung, wo du weiterkommst, wahrscheinlich mit den Bewegungspunkten, ist nicht so einfach. Weit. Kommst du nach da? Bis hier komme ich. Ja, da oder da? Ja, hier? Dann geh mal dahin. Oder kommst du da nicht lang? Ansonsten würde ich aber sagen... Oh, guck mal. Oh, da haben wir gerade... Gehe zum Modus. Wow. Also ihr seht, das ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt hier auch mehrere Kontextmenüs, je nachdem, welche Einheit ihr angeklickt habt. Da muss ich jetzt gehe zu, oder? Ja, so. Sind schon wieder ein Feld weiter mit dem Bogenschützen. Kannst du noch einen Punkt gehen oder hat er seine Bewegungspunkte verbraucht? Versuch mal. Ah, da geht's noch weiter. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist so ein Legionär. Ja. Den können wir vielleicht auch irgendwie in diese Richtung bewegen. Der kann, glaube ich, der kann bis hier. Genau. Lass ihn mal nach Antium gehen. Und kommt er noch weiter? Versuch mal. Kannst du auf ihn ranklicken? Jetzt ist er in der Stadt, ja. Da kannst du ihn auswählen wahrscheinlich. Genau, versuche nochmal weiterzusehen. Ich weiß nicht, ob mehrere Einheiten auf ein Feld kommen. Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist wie beim neuesten Civilization, da geht das auch nicht. Ey, guck mal, den können wir, glaube ich, nicht mehr bewegen, ne? Deswegen ist das auch alles rot. Der ist auch fertig. Der ist fertig mit dem Nerven. Ja, okay, dann müssen wir den Legionär über Wasser, kann der auch gerade nicht gehen. Haben wir denn noch was in unseren Schiffen drin? Haben wir da irgendwelche Einheiten drin? Wenn nicht, kannst du dann nichts... Ach, sind Fischerboote. Ja, okay. Das ist, glaube ich, dann nichts für unser Kriegshandwerk. Kannst du mal in Neapel reingehen, in die Stadt? Ist da auch noch jemand? Das ist aber, glaube ich, einer von der Allianz dann, oder? Ach so, ja. Ja, ich glaube, die können wir nicht ziehen. Die können wir höchstens dazu bewegen, uns zu helfen. Kannst du mal in die Stadt gehen und schauen wir mal, ob es da eine Art Stadtansicht gibt. Ah, guckt euch das mal an. Es gibt auch eine Stadtansicht. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Manager? Ja, mach mal. Ah, hier, guck mal, also eine Einweihungsparty schmeißen. Guck mal hier für die Zufriedenheit, das ist natürlich ganz interessant. Ne? Festessen, Stadtfest und so weiter und so fort. Also falls die Zufriedenheit droppt, wir sind ja gerade bei 73% ganz gut, könnten wir da noch eingreifen und was machen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. So, jetzt nur die Frage, wie kommen wir an mehr Einheiten? Also wir sehen ja, im Krieg sind wir ein bisschen in Bedrängnis. Hier gibt es aber nichts, wo wir Militärmodus kommen. Gehen wir nochmal auf Regieren, was war da nochmal?
Ja, geh mal auf die einzelnen Gebäude. Vielleicht gibt es irgendwo eine Kaserne. Das ist der Rat also. Okay, wir gucken mal, ob wir eine Kaserne finden. Workshop. Ja, eine Werft. Okay, damit können wir dann Schiffe bauen wahrscheinlich. Was haben wir da? Ein Steinhaus, Steinmetz. Sehr gut, das andere sind Wohnhäuser vermutlich, ne? Ja. Okay, gut. Dann lass uns mal das Militärmenü finden. Das wird sich ja vielleicht hier irgendwo noch verstecken. Was haben wir denn da? Aha, Beziehungsmenü. Mach ich mal auf, mal gucken. Genau, da sehen wir es gerade. Die Allianz mit Picantis, mit Samnite sind wir im Krieg. Da sehen wir es gerade, ja. Ja, der hat uns angegriffen. Ja. Okay, vielleicht können wir ja sogar mal Picantis dazu bewegen, mit uns gemeinsam dort Krieg zu führen. Schauen wir mal, was ist das für ein... Ländermanagement-Panel. Das sieht doch gut aus. Oh, hier ist alles drin. Sehr, sehr schön. Vielleicht können wir hier... Forschung. Ah, Erfindung. Was gibt's denn da Schönes? Ja. Das könnte... Holzverarbeitung. Versuchen wir mal irgendwie was Kriegshandwerk. Unten rechts, da steht was Gutes. Das sind zwei sich kreuzende Schwerter. Schwertkampf. Ausbildung von Schwertkämpfer. Das wäre eine Erfindung, die würde ich gerne mal angehen. Aber wir müssen die auswählen. Und dann mach mal... Das sind die, die wir jetzt auswählen können. Ich glaube, wir können ja nicht machen, weil Level 2 ist. Was ist denn das hier? Offensiver Kampf. Für den Angriff ausrüsten. Ja, das ist doch schon mal gut. Also, wir müssen mehr in den Krieg investieren, weil wir hier gleich von Sekunde 1 an im Krieg uns befinden. Deswegen brauchen wir natürlich da ein bisschen was. So, du siehst jetzt hier, man kann sogar die Nahrung der militärischen Einheiten verteilen. Je mehr Nahrung die bekommen, desto weniger ist die Abnutzung. Deswegen würde ich mal sagen, wir werden die auf 150% geben, also mehr für unsere... für unser Militär tun. Vielleicht kannst du sogar das bei Bevölkerung auf 100% lassen, damit wir nämlich noch mit einem Plus rauskommen. Sonst geben wir zu viel Geld für Essen aus. Ja, genau. Hoffentlich, sonst werden die dick, ne? Also, genau. Genau. Und das Volk muss hungern. Nein, 100% ist ja völlig in Ordnung. Ach, guck mal, hier haben wir Steuern. Aber die anderen bekommen mehr. Sehr gut. Militärunterhalt. Können wir da vielleicht auch mehr Geld investieren? Schau mal, was das dann bringt. Nee, dann sind wir schon mal minus. Ja, nee, wir sind auch schon so bei Minus. Oh ja, also das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus. Okay, gut, versuchen wir es mal, indem wir hier ein bisschen dort gemacht haben. Was haben wir da? Handel. Ja, Essen, Stein, Eisen ist noch mit dabei. Ja. Also, ich finde es toll, dass so ein umfangreiches Spiel eigentlich dann auch noch auf Mobile gebracht wird. Das kann man gar nicht jetzt alles zeigen auch. Kann man eigentlich gar nicht alles zeigen, aber das auch auf Mobile gebracht wird, finde ich richtig gut. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ja was... Und dass man das auch noch alle das zusammenspielen können. Ja, genau, das ist ja auch möglich. Egal, was für ein Gerät es ist. Das ist ja ein Cross-Plattform-Multiplayer. Ne? Ja. Also du kannst wirklich dann auch, egal wer mit welchem Device drin ist, zusammenspielen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und das... Wie gesagt, also Strategiespiele ist ja sowieso mein Lieblingsgenre. Ich bin auch ganz heiß hier. Habe ich schon heiß geredet auch. Deswegen... wäre das schon eigentlich eine feine Sache, das auch auf dem Android-Device zu haben. Wie gesagt, ich habe den Vorgänger gespielt, oder Vorgänger ist nicht direkt, Age of Conquest, aber auch ein Strategiespiel von Noble Master Games, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Deswegen denke ich mal, dass es auch ganz cool ist. Okay, machen wir weiter. Nächste Runde, wir schauen mal, was passiert. Okay. Genau. Ja. Und vielleicht, genau. Neapel sieht es nicht gut aus. Ja, das ist wirklich schlecht, ne? Also, so, jetzt, genau, wir haben den zurückgezogen, das ist passiert. Oh, der hat den Dings besetzt. Siehst du das? Ja. Die kommen mit noch mehr Einheiten dahin. Die sind sehr, sehr stark. Greifen jetzt Neapel an. Neapel hat jetzt nur noch 4 Energie. Das wird sehr, sehr schwierig, ob wir da noch was schaffen. Ui, puh. Das sieht jetzt und nicht mehr so Minus gut aus. Machen wir jetzt auch noch. Ne? Na, Krieg ist eine teure Angelegenheit. Das auf jeden Fall. So, wie können wir jetzt Neapel helfen? Zwei neue Nachrichten. Ja, komm, gehen wir mal rein. Etruskans. Ja, sehr gut. Ich glaube, es ist nicht in unserem Interesse, eine Allianz zu bilden. Bist du einverstanden? Mhm. Ach, es ist in unserem Interesse. Entschuldigung. Nee, ich glaube, du hast sogar recht. Denn oder? Sie sagen zwar, dass es in ihrem Interesse ist, aber wie es aussieht, wird die Zufriedenheit ihres Volkes um 3%... ja, aber unsere wird aber ja unsere wird höher, deswegen... Wow, ja, ist ja egal. Genau. Ja. So, Etruskans, ein Handel. Was gibt es denn da zu handeln? Wir geben Eisen und die geben Gold. Ja, Gold ist gut, oder? Also Eisen haben wir genug, ja. Aber Gold machen wir gerade Minus, machen, deswegen oder? Sind wir einverstanden. Ja. Sehr gut. Gibt es bei Anfragen noch irgendetwas? Nee, nein. Keine neue Anfragen? So, oh, Neapel. Ich glaube, Neapel wird fallen. Aber ich glaube auch. Also wir müssen erstmal, diese Kavallerie muss weg. Tu die mal, die Kavallerie in den... Boah. Genau, tu die erstmal ins Waldstück. Jawohl, dann hat er da erstmal was. Die Kavallerie muss aus dem Weg, damit der andere Schwertkämpfer, den wir haben, die Legion, damit die da rankommen. Genau. Tu die mal in den Wald, die Kavallerie? Nee, den da wahrscheinlich. Geht nicht. Geht nicht? Hat keine... Oh, der ist wahrscheinlich so abgekämpft.
Der kann nicht mal... Der guckt, man kann ihn auch nicht bewegen. Weil er nur noch einen Punkt hat. Aber den können wir bewegen. Ja, aber der kommt jetzt da nicht mehr hin, weil er den Weg blockiert. Oh nein, unsere eigenen Einheiten blockieren den Weg. Oh, das wird ganz, ganz schwierig mit Neapel. Okay, mach weiter, hilft nichts. Okay. Ja, komm, wir gucken mal, was passiert. Letzte Runde. Boah, ja, mach mal, genau. Mach mal Autoplay. Autoplay, genau. Oh, die Kavallerie ist gestorben. Unser Bogenschütze ist hier im heißen Zweikampf. Neapel hat nur noch 0 Energie. Und nein, wir haben Neapel verloren. Aber wir haben Plus gemacht, guck mal. Ja, immerhin, wahrscheinlich durch den Handel. Ne? Ja. Oh nein, Neapel ist down. Ja, also muss sagen... in diesem letzten Test haben wir jetzt nicht gerade das größte strategische Geschick bewiesen, haben gleich innerhalb von, wie viel, 4, 5 Runden, Runde 4, ja, innerhalb von 4 Runden eine unserer großen Städte verloren, aber ihr kommt das bestimmt besser hin. Ihr könnt das bestimmt besser und macht das auf jeden Fall, ja, also ihr könnt, wie gesagt, Demise of Nations könnt ihr auf demiseofnations.com herunterladen, bei Steam ist es auch erhältlich, eine iOS und eine Android-Version kommt auch alsbald. Das heißt, ihr habt, egal welches Device ihr benutzt, egal wie ihr das spielen wollt, ihr findet auf jeden Fall die Möglichkeit. Wir verlinken das natürlich auch in der Videobeschreibung. Ja. Und also ich bin ein ganz großer Fan von Strategiespielen. Ich muss sagen, das ist wirklich vollgepackt mit Features. Ich werde es auch spielen und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ja, hoffe ich auch. Sehr gut, dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Demise of Nations. Bis dann. Tschüss.